Zu unserer Safari gehört auch der Besuch eines Maasai-Dorfes im Norden Tansanias. Selbstvermarktung ist bei den stolzen Maasai mittlerweile selbstverständlich und wir Touristen zahlen auch unseren Obolus. Einst waren sie gefürchtete Krieger und ein Nomadenvolk, welches ausschließlich von Rinderhaltung lebte. Zum größten Teil sind sie jetzt aber sesshaft oder Halbnomaden. In Tansania leben geschätzte 140.000, in Kenia bis zu einer halben Million Maasai. Nach der Begrüßung dürfen wir das Dorf besichtigen. Die Hütten sind aus Kudung, Lehm und hunderten Holzstückchen gebaut und keinesfalls wasserdicht. Dahinter liegen verschämt und etwas versteckt moderne Plastikplanen, die während der Regenzeit ein trockenes Zuhause gewährleisten. Für uns Touristen sieht es natürlich ohne LKW-Planen besser und ursprünglicher aus. Rinderblut und Kuhmilch. Geschmackssache. Für Maasai ein Grundnahrungsmittel. Unser Maasai-Guide klärt uns ausführlich über Sitten und Gebräuche auf. Maasai. Die Maasai-Mama. Ja, Maasai-Mama. Los, Maasai. Beweit Maasai. Ja, gut. Die Schule. Stolz zeigt man uns, was man schon alles gelernt hat. Okay, so this is a jetzt. Dann geh erst mal durch. Typisch für das Volk der Maasai ist der traditionelle, meist rot- oder rot-blaue Umhang, der Shoka. Musik
Frauen schmücken sich mit Ohr-, Arm- und typischen Halsbändern, den Ilturich. Beim Rundgang durchs Dorf glaube ich zu bemerken, dass wir Touris nur wegen der Devisen geduldet werden und die Masai froh sind, wenn wir wieder in unsere Jeeps steigen. Bye bye, Masai.